Hey ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch mal, wie ich so eine Wochenübersicht in meinem Bullet Journal mache. Das habt ihr euch ja gewünscht. Und falls ihr euch wundert, warum ich hier gerade so gebückt hocke, das ist, weil ich gleich los muss. Und falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört über mir, haut jemand einen Nagel in die Wand oder so. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn zum Schluss zeige ich euch noch die erste und zweite Kalenderwoche, also die zwei vergangenen Wochen, die ich halt schon gemacht hatte, und ich hoffe, das dient euch als Inspiration und wir legen einfach gleich mal los. So, wir fangen ja an mit einer uralten Kreisschablone, die wahrscheinlich noch von meinem Bruder ist und die er natürlich nicht braucht. Ich mag es nur gerne sehr exakt, das habe ich ja schon 100 Mal gesagt. Und jetzt bereite ich hier die einzelnen Tage vor, also die einzelnen Felder für die Tage, die halt immer aus so einem Kasten bestehen, wo halt oben an der Ecke so ein Kreis ist, und dann oben werden die einfach noch, also die Kästen, noch durch den Namen des jeweiligen Tages begrenzt. So habe ich mir das Design für diese Woche sozusagen überlegt. Und ja, das mache ich natürlich jetzt noch für den Dienstag. Da habe ich mich dann entschieden, einen dunkleren Bleistift zu benutzen, dass man das auch ein bisschen besser sehen kann. Und ja, ich mache die Kreise halt immer abwechselnd nach rechts und nach links, dass es wenigstens ein bisschen unterschiedlich ist. Ja, was ich euch noch erzählen wollte, an dem Tag, wo ich das Video hier gedreht habe, war ich dann auch noch in Leipzig ein bisschen shoppen, und da hat mich eine Zuschauerin gesehen und angesprochen, und es war total süß. Also sie war sehr aufgeregt und wollte dann ein Foto mit mir machen und hat total gezittert und hat sich dann auch gefreut, wo ich sie nochmal umarmt habe. Und ja, das Foto kann ich euch mal einblenden. Ich hoffe mal, da hat sie nichts dagegen. Aber ja, also wie schon gesagt, ihr könnt mich da ruhig ansprechen, wenn ihr mich mal irgendwo seht. Ich weiß nicht, weil mich halt auch schon mal Mädels getroffen haben, die sich halt nicht getraut haben, mich anzusprechen. Ja, okay, zurück zum Thema. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen vorgespult, weil das ja eigentlich für jeden Tag das Gleiche ist, was ich hier mache. Und das ist ja eh nur so ein bisschen Vorskizzierung. Das ist auch, denke ich mal, nicht so spannend. Jetzt mache ich ja noch den Freitag. Das ist eigentlich genau das Gleiche, wie gesagt, wie bei den anderen Tagen. Und ein bisschen unterschiedlich habe ich das dann bei den Wochentagen noch gemacht. Das mache ich meistens anders, weil ich einfach an den Wochenendtagen, weil ich da meistens eh nicht so viel zu tun habe und auch nicht solche großen Felder brauche. Und deswegen habe ich da nur solche kleinen Halbkreise gemacht oder Dreiviertelskreise und Samstag und Sonntag reingeschrieben. Dann ging es endlich weiter mit den Outlines. Also ich habe mir dann wieder den Stift geschnappt, der hier dazu war zu dem Bullet Journal, und habe dann das mehr oder weniger gut nachgespurt. Also ihr seht schon, ich bin irgendwie nicht auf den Linien geblieben. Gut, dass ich das natürlich vorher vorgezeichnet habe. Aber naja, ich brauche halt immer so eine kleine Orientierung, und dann habe ich wieder die nach unten gehenden Linien verstärkt. Da rede ich ja eigentlich immer davon, weil das dann halt so aussieht, als hätte man es mit einem Kalligraphiestift gemacht. Und ihr seht schon, diese Kreise dienen mir nur als Orientierung. Ich habe da jetzt gar nicht mehr so drauf geachtet, dass die so akkurat nachgezeichnet werden. Aber ich wollte da einfach solche Kränze rundherum machen, und da werden dann die jeweiligen, also das jeweilige Datum des Tages kommt dann da immer rein. Das werdet ihr dann gleich noch sehen. Auf jeden Fall ist es eigentlich echt easy. Also ihr macht einfach immer links ein Blatt, rechts ein Blatt und das die ganze Zeit. Und dann entsteht halt so ein Kranz, ne? Und ja, dann, was habe ich dann gemacht? Eine Woche vorher geguckt, ob es durchgedrückt hat. Dann habe ich hier unten nochmal so eine kleine Verzierung gemacht, wo sich nochmal dieses Kranzdesign, also diese Zweige nochmal wiederfinden, dass einfach das Design so ein bisschen eine Einheit bildet. Ach, keine Ahnung. Und wo ich dann damit fertig war, habe ich dann einfach noch die Linien an der Seite nachgezogen, die ich halt vorher schon mit Bleistift vorgemalt habe. Und ja, genau. Dann habe ich die Bleistiftlinien wegradiert, sodass ich dann mit einem Buntstift die Zwischenräume beim Montag ausmalen konnte. Also ihr könnt das natürlich auch, falls ihr dickeres Papier habt, mit dem normalen Stift machen. Aber ich habe das mal ausprobiert, das drückt doch zu sehr durch, wenn ich das einfach jetzt mit dem normalen Stift gemacht hätte. Deswegen habe ich dafür einfach einen gut angespitzten schwarzen Buntstift verwendet. Und man sieht es von Weitem nicht, und ja, es funktioniert genauso gut. Ja, und dann habe ich hier und da noch ein paar kleine Linien verstärkt und dann noch die 15 für den 15. Januar beim Montag reingemalt und das einfach noch, also wie so eine Schattierung an die Zahl gemacht. Ja. Dann habe ich mir noch an der Seite so einen kleinen Sleep-Tracker für jeden Tag noch gemacht, also dass ich halt einfach meine Schlafstunden, wie viele Stunden ich geschlafen habe, eintrage. Ich finde, das ist echt mega wichtig, vor allem jetzt so in der Klausurvorbereitungszeit, dass man einfach mal schaut, wie viel habe ich geschlafen, wie gut ging es mir danach. Und das habe ich jetzt auch schon die ersten 2 Wochen im Januar gemacht und habe das auch beibehalten, und deswegen mache ich das jetzt auch für diese Woche. Am Samstag und Sonntag habe ich das jetzt ähnlich gemacht, nur dass dieser Kreis, na, wer ahnt schon, na. Ja, richtig, das wird ein großer Kranz um Samstag und Sonntag herum, damit halt dieses Kranzdesign sich halt immer mal ein bisschen wiederfindet.
Zum Schluss habe ich dann einfach noch das Datum der jeweiligen Wochentage hingeschrieben, sodass ich dann noch einen Überblick behalte. Weil ich habe hier zum Beispiel nur 19 hingeschrieben und nicht 19. Januar, sodass ich dann irgendwann später noch weiß, dass es eben diese Woche war. Genau, und dann sind wir auch schon fertig und ich zeige euch das nochmal im Detail. So, und wie versprochen zeige ich euch jetzt auch die erste Januarwoche und die zweite Januarwoche, die natürlich auch schon mit sämtlichen To-Do-Aufgaben und Terminen vollgeschrieben ist und mit meinem Sleep-Tracker. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss!